Oh, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Um die 100% zu erreichen, muss man alle Stempel sammeln, alle grünen Sterne sammeln und auf jedem Zielfall an die Spitze kommen, um diesen Berg hier freizuschalten. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier? Blume 5. Okay, machen wir nicht. Ich mach's privat und dann schauen wir uns das Szenario dort hinten noch an. So, Princess Peach. Du bist dran. Aha. So, her damit. Hier noch was? Nein. Okay. Also, wir machen so, ich spiele es wahrscheinlich so offscreen, dass wir wirklich, weil sonst hätten wir hier wirklich noch eine Menge Arbeit vor uns. Wenn man überlegt, wie viele grüne Sterne und wie viele Zielpfähle ich nicht gesammelt habe, ganz zu schweigen von den Stempeln, die ich ja leider verpasst habe. Machen wir das vielleicht doch offscreen, es sei denn, ich sehe, dass wir doch relativ viel haben, dann machen wir es doch schon so, dass wir hier ein paar sammeln. Jetzt mal gucken. Jetzt sind wir erstmal hier an der Weltblume. Oh, da gibt es die spezielle Katzenglocke, die uns zu einer goldenen Minkatze machen lässt. Wie sieht das eigentlich aus bei Peach? Ah ja. So. Oh. Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. War da unten eins? Nein. Fünf. Sechs. Wo ist die acht? Oh. Das finde ich jetzt scheiße. Tschüss. Ich sterbe mit Münzen. Nee, also wenn wir wirklich die Chance haben, das zu kriegen, dann machen wir das auch. Au! Unfair. Nö. Was sind das eigentlich für Wesen? Irgendwie kommen sie mir bekannt vor, aber andererseits auch wieder nicht. Habe ich denn die schon mal gesehen? Also, natürlich hier in dem Spiel, aber ich meine jetzt auch außerhalb von diesem Spiel. Jetzt gehen wir weg. Lass mich da durch. Danke. So, jetzt holen wir uns die Katze. Nein! Oh, ich hasse euch. Ich mach das jetzt, ist mir egal. Wenn wir schon die Gelegenheit haben, hier alle Sterne abzuknöpfen, dann machen wir das auch. Das ist dann weniger Arbeit nachher, weißt du? Dann müssen wir nicht nochmal hier rein. Ich meine, in einen Level müssen wir auf jeden Fall hier nochmal rein, weil wir da nicht den goldenen Zielpfahl erwischt haben. Also kurz zur Erklärung, man bekommt die goldene Fahne am Zielpfahl, wenn man wirklich die Spitze erwischt hat. Dann wird die Fahne golden und das zählt dann als Erfolg, habe ich mir sagen lassen. Aua, das war mein Tanuki-Suit, du Arsch. Schweinerei. Das Problem ist, Peach, es ist einfach langsam und deshalb ist es so eine Herausforderung, hier wirklich das zu schaffen. Alle zu kriegen. Vor allem, wenn man sowas hier macht. Nein, das wird wieder nix. Nein, vergiss es. Kann ich nicht zurück zur Karte, bitte? Ich möchte den Char wechseln. Mit Peach wird es doch ein bisschen schwierig. Komm, zurück zur Karte, bitte. Ich nehme Mario oder Toad, einen von beiden. Aber mit Peach ist es einfach ein bisschen schwierig. Es ist nichts gegen dich, Peach, aber du bist einfach nicht die Schnellste. Nimm mal doch Toad, komm. Unser rasendes Wunder. So, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja der erste, dann haben wir da hinten den zweiten. Ja. Passt ihr auf, wo ihr hinfährt, ihr Elektro-Dinger? Nein, nein. Uah, Hilfe. Jawohl. Nein, halt, halt, Schweinerei.
Nein, du wirst das nicht. So. Sodele, das war's. Tür ist offen. Hammerbruder, ich warne dich, wenn du mich triffst, dann bist du tot. Bist jetzt sowieso. Bei mir gibt es keine Gnade. Dann schnappen wir uns den hier. Hüpfen hier hoch. Machen vielleicht einfach mal ein bisschen sinnvoll und hauen hier erstmal die Gegner tot. Ja, so viel dazu. Ein paar Münzen knöpfen. Dann springen wir einfach so hoch, holen uns die hier, genau. So, jetzt holen wir kurz Anlauf. So, das war doch schon viel besser. Okay, es sind definitiv Parallelen zum Originallevel in Welt 1 war es, glaube ich, da. Aber halt, sagen wir mal, der Hardcore-Modus. Dieser Level, weil die Gegner waren dann noch nicht da. Da war ein Kamek da und das war es dann, glaube ich. Und ich warne dich, wenn du mich jetzt triffst, dann bist du tot. So, da ist die Röhre. Ich bräuchte mal einen Mittelpunkt. Wir haben einen Stern verpasst, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Halt, was ist da? Wir haben ihn nicht verpasst, der ist immer noch hier. Nein! Scheiße! Och nö, das ist jetzt nicht wahr. Jetzt streike ich aber. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich wenigstens noch den Zielfall erreichen. Och Mann, oh. Jetzt bin ich beleidigt. Man hätte mir auch sagen können, dass man es nicht machen, dass man auch ohne Springen den erwischen kann. Aber naja, jetzt wissen wir es ja. Wir wissen, wie man das Rätsel hier lösen. Jetzt ist es ja gar kein Problem mehr. So. Ah, ich dachte, er kommt zu mir. So. Es ist vollendet. Nein. Nix da. Was war eigentlich da drin? Möchte ich jetzt gerade mal fragen. Ach, Münzen, okay. Ich muss schon gar nicht mehr. So, und diesmal behalten wir den Katzenanzug. Und hier ein paar Münzen. So. Perfekt. Ja, mit Geschwindigkeit hat man dann gar keine Probleme mehr wegen dem Stern. Das war einfach, weil Peach nicht die schnellste ist, was ein bisschen schade, aua, war. Aber das haben wir jetzt doch souverän gelöst eigentlich, indem wir einfach kurz den, ach, das gibt's doch nicht, den Charakter gewechselt haben. Ja, ich bin wagemutig, aber das bin ich einfach. So. Ich brauche keine Münzen. Ich brauche jetzt erstmal einen Baseball. Und Trefferchancen. Hopp. Jawohl. So, jetzt nehmen wir einfach mal den zweiten mit. Dann kann man hier nämlich die Gegner schön töten. Haha. Und wie ein Bumerang kommt das Ding immer wieder zurück. Nein. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Verdammte Scheiße. Bin ich beleidigt. Jetzt kommt... Nein. Nochmal zur Erklärung. Ich weiß nicht, ob ich schon erklärt habe. Wenn man dieses Item benutzt, hat man, einen goldenen Tanuki-Anzug, der unverwundbar macht. Wenn man ihn aber benutzt, dann kann man nicht die 100% schaffen, weil dann nämlich die Sterne im Auswahlmenü vom Spielstand nicht mehr leuchten, also so schimmern. Und das möchte ich ja schon erreichen, weil ich meine, sorry, aber... Das ist ja jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Ich stelle mich ja nur schon wieder an wie ein Vollhorst. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht! Jetzt kriege ich nämlich meinen Katzenanzug nicht.
Will doch Katze sein. Mann. Geh weg. Nein. Konzentration. Ganz einfach Konzentration. Aber ich finde die Idee mit diesen Wandschaltern eigentlich ganz cool. Für die hätte man auch so mal einbauen. Obwohl, nee. Dann hätten sich viele aufgeregt und hätten nicht verstanden, wie der Wandsprung geht. Es ist ja echt so, ich spiele gerne mit ein paar Leuten Super Mario Bros. Also auch dieses New Super Mario Bros., ne? Kann man ja zu viert spielen und so, haben wir ja auch auf der Wii U gespielt. Gibt's ja auch einen Wii-Ableger und einen Nintendo DS und 3DS-Ableger. Spiele ich gerne mit meinen Freunden, aber die kapieren einfach nicht, wie dieser verdammte Wandsprung funktioniert. Und dann regen sie sich auf, dass sie es nicht hinkriegen und spielen dann nicht mehr mit mir. Und das regt mich irgendwie auf. Ich meine, das ist doch so simpel. Du kletterst, du hängst dich einfach hier seitlich an die Wand und fertig. Du musst ja nur noch springen. Was ist daran die große Schwierigkeit? Ich meine, ich kann es ja auch. Ich musste es auch damals lernen. Ja, die spielen dann viel lieber sowas wie Call of Duty. Ist so. Ups. So. Her damit. Wegen den Hammerbrüdern muss ich jetzt aufpassen, weil letztes Mal hat er mir ziemlich in die Fresse gehauen mit dem Ding. So. Aber wenn sie weg sind, sind sie kein Problem mehr. So. Und damit haben wir's. Haben den Katzenanzug sogar noch. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Vorausgesetzt, ich treffe jetzt natürlich auch hier den blöden Stern. Jawohl. So. Dann tun wir hier noch das Podest runterlassen, damit wir, wer hätte es anders gedacht, den goldenen Zielpfahl erreichen. So. Perfekto. Nach, keine Ahnung wie vielen Versuchen haben wir es dann doch noch geschafft. Ja, man sieht einen kleinen Unterschied am Kostüm, nämlich das neuere, wo man dann zur Minkatze werden kann, hat diese Glocke an den Hals. So, was erwartet uns hier? Okay, das ist dieser Fassi-Turm. Oh, Fassi-Turm. Letztes Mal habe ich gesagt, das war nicht so spektakulär mit den Fassis. Rohrbruch in der Fassi-Fabrik. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich ein bisschen Angst eigentlich. Wen kriegt man? Rosalina. Ah, Rohrbruch, okay. Halt, die nehme ich mit. Okay. Egal, wir haben eine auf Reserve. Falls wir mal eine brauchen. Scheiße. Ah, gut. Rosalina kann ja ihre Stern, ihre Drehattacke. Dadurch kann man ein bisschen fliegen. Das konnten wir hier jetzt. Oh nein, wir sind tot. Oder? Wir sind tot. Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Wir müssen sofort da hoch. Nämlich gleich so und dann hoch. Wo ist der Stern? Stern? Ah. So, damit haben wir nämlich den Stern und sind gleich oben. Also, nochmal, um daran zu erinnern, sobald wir einmal die Fassis erwischen, sind wir sofort tot. Komm, wir sind die Katze, wir können hier hochklettern. Ah, na. Oh. Hä? Oh, nö. Da ist der grüne Stern drin, ich weiß es. Komm her. So. Das möchte ich gar nicht wissen, was da drin ist. Ich möchte eigentlich nur hier raus. Juhu. Yep. Ja, geh weg. Aua. Katze. Ach, guck mal, da haben wir nochmal eine. Super. Ich suche immer noch den blöden Stern. Wo ist der?
Wieso ist hier überall so blödes Wasser? Oh oh. Scheiße. Den habe ich nicht erwischt. Nein! Nein, 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 komm schon. Och, leck mich doch am Arsch. Stirb, Rosalina. Du bist so schlecht. Stirb. Ich hasse es. Wenn dann kurz vorm Ziel noch diese zwei blöden Dinger weggehen. So, pass auf. Katze. Katze. Hoch. Der zweite war ja auch kein Problem. Wir haben ja sofort rausgefunden, wie das geht. Ich möchte aber dann jetzt, weil ich das ja weiß, auch mal rausfinden, was in dieser Kiste ist. Das interessiert mich doch jetzt ein bisschen. So. Immer am besten so hoch, wie es nur geht. Weil dann hat man ein bisschen Puffer. Bis die hier sind. Ach, nochmal eine Katzenglocke. Hätte ich mir auch sparen können. Egal, wir haben den zweiten Stern. Na, da trifft es mich doch tatsächlich noch hier. Schweinerei. Theoretisch brauchen wir keinen Katzenanzug für Rosalina. Was ist denn jetzt los? War dir letztes Mal auch so nah dran? Kann mich nicht erinnern, dass es auch so nah dran war letztes Mal. Das Gute an Rosalina ist, egal was, egal ob sie jetzt ein Katzenkostüm anhat oder ganz normal rumläuft, sie kann immer ihre Drehattacke benutzen und hat dadurch trotzdem den, kann dann trotzdem halt die Gegner erwischen. Nein, ach komm ey, das gibt's doch nicht. Oh. Rosalina, ich hasse dich. Ich war so nah dran und dann krallt die sich da oben fest und verspielt ihre Chance.